oaad.de. One of a day keeps the doctor away. Moin Moin, Servus, Grüße und Hallo und Willkommen zur neuen One of a day Folge mit einer iOS-App. Und wenn mein Handy... Ja, jetzt geht es mit einer iOS-App. Der App Motivation Daily Quotes. iOS 12.0 oder neuer, oder Apple TV OS 12.0 oder neuer, oder Mac OS 11 oder neuer und ein Mac mit Apple Watch Chip, grundsätzlich gratis, allerdings könnt ihr Premium dazu kaufen, irgendwie, ich glaube pro Jahr 20 Euro, wenn man das will. Nun ja, ihr wisst, was ich von Abos halte, und bei 200, und die Größe ist 227,5 Megabyte, bei 6038 Gesamtbewertung, eine Durchschnitt Sternebewertung von 4,7 von 5 Sternen. Grundsätzlich kann man aber auch die App durchaus nutzen, wenn sie man kann sie kostenlos nutzen, so rum. Ihr startet mit der App und sagt zum Beispiel, wo ihr euch motivieren wollt, in welchen Themen irgendwie, Fitness oder wie auch immer. Und dann das sind zu viele M's eigentlich. Egal. Dann werden zum Beispiel in Widgets oder einfach in der App oder auch auf der Apple Watch euch halt so auf Englisch allerdings Daily Quotes, kleine Texte, die euch motivieren wollen, angezeigt. Die ganze App, muss ich sagen, sieht auf jeden Fall sehr hübsch aus. Ohne Zweifel. Geld ausgeben würde ich wahrscheinlich nicht dafür. Nicht, weil irgendwie ich nicht denke, dass man den Entwickler unterstützen muss. Natürlich muss man den Entwickler unterstützen, ganz klar. Aber das wäre es mir persönlich einfach nicht wert. Aber um es mal kostenlos ein bisschen auszuprobieren und mal reinzugucken, finde ich. Nette App. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, tschüss, bis zum nächsten Mal und natürlich unselbstverständlich ciao und bye bye. Das war One App a Day. Fragen oder Feedback richtet ihr an info@oaad.de, facebook.com/oneappatag, gplus.de/oneappatag oder eine @Menschen an twitter.com/oneappatag.